Zwar lässt sich ein Elektroauto auch heute noch nicht mit einem Blitz laden, doch sind die Ingenieure der Vision des blitzschnellen Aufladens bereits einen Schritt näher gekommen. Die Serienversion des Audi e-tron Prototypen kann als erstes Automobil im Markt mit bis zu 150 kW geladen werden. Diese Blitzladung erfolgt als Inszenierung im Faradayschen Käfig des Siemens Hochspannungsprüffeldes im Schaltwerk Berlin. Der Audi e-tron Prototyp hat als Basis eine Lithium-Ionen-Batterie mit 95 Kilowattstunden. Diese speichert also mehr als das Doppelte des aktuellen Renault Zoe in der großen Batterieausführung. Damit sollte tatsächlich eine Reichweite von 400 Kilometer zu erzielen sein, selbst wenn der Audi deutlich größer und schwerer als der Zoe ist. Da die meisten Elektrofahrzeuge überwiegend zu Hause geladen werden, ist momentan noch da das Nadelöhr zu finden, das die Schnellladung eindämmt. Mit Drehstrom 400 Volt sind aktuell maximal 11 kW. Unter der Voraussetzung eines zweiten Ladegerätes an Bord des Audis maximal 22 kW möglich.